Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend bei Wir entwickeln ein Spiel. Episode 11. 11 haben wir schon geschafft. Ja. Also 10 haben wir geschafft. Ob wir die öfter schaffen, werden wir jetzt mal schauen. Genau. Ich muss gleich einmal vom Quellwasser trinken, weil das Räuspern muss ich unterdrücken. Ja, ja. Was machen wir heute? Der Mario fährt heute wieder. Bisschen mehr Fun-Stuff und wieder. Und heute machen wir ein bisschen lustigere Sachen. Weniger Mathe, mehr Pixel. Mehr Pixel. So mehr Pixel schubsen. Ungefähr. Ein bisschen zeichnen. Bisschen ja, animieren und so. Ja, eine besondere Überraschung. Oder Überraschung ist ja. Überraschung ist schon angekündigt. Das haben wir schon angekündigt. Wir werden heute zum ersten Mal einen externen Editor verwenden. Ja. Visual Studio Code. Ja. Awesome. Weil ein paar Mal ist schon der Kommentar gefallen, dass der Font so schwer zum Lesen ist. Ja. Kann ich verstehen. Andererseits. Es bringt halt das Feeling schon gut rüber, wenn man mit dem Font das macht. Aber wir werden es heute mal anders machen. Am besten wäre es ja noch, wenn man so einen alten Röhrenmonitor noch hätte, dass die 80er Jahre. Das war das Idealste. Oder Röhren, so ein Bernsteinbildschirm. Nein, das mit den Farben blöd. Aber das wäre halt das richtige Retro-Feeling. Ja. Aber gut. Ich will einmal in den Ordner wechseln. Lade mal das alles rein und dann schauen wir mal weiter. Sollen wir auch noch kurz reinschauen einmal ins Spiel, wie es zurzeit ausschaut? Ja, können wir. So schaut's aus. Den Schnauzer können wir gleich weggeben. Es ist noch November. Es ist nur November. Ja, November. Ja, also wir werden auch heute noch die. Yeah, fast Highscore. 21. Nicht schlecht, und ja. Und kein Leben verloren. Nicht übel. Jetzt werden sich vielleicht schon fragen, wie geht es mit dem externen Editor? Ja. Ja, man macht den externen Editor auf. Das ist einmal das Erste. Geht in den Ordner, wo das PQ8-File, das P8-File gespeichert ist. Das haben wir alles schon vorbereitet. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ich mache das jetzt da einmal. Öffnet einfach das File. Ja. Und da ist es offen. Da sieht man gleich einmal, wie so ein. Ja, also so wird es eben rausgeschrieben, das ja, File. Ein bisschen verwirrend jetzt, weil da mehr drin steht als der Code. Ja, genau. Es ist einmal so eine Art Header drinnen. Ja. Für PQ8 ist der, glaube ich. Also eine Versionsinformation, PQ8 Cartridge, Pipo. Aber das ist wie so ein Doc-Type, kann man sich genau. Quasi. Also mehr ist es eigentlich nicht. Dann haben wir gleich einmal so die File in Sektionen unterteilt. Die Sektion Lua zeigt der Konsole an, quasi, dass da jetzt Code kommt. Ja. Lua-Code. Da haben wir schon eine Menge geschrieben. Ja. Da haben wir schon eine ganze Menge geschrieben. Ja. Das ist ja schon viel. Das ist wirklich viel. Wie viele Zeilen haben wir schon mit Kommentaren? Ja, 434. Genau. Ja, nicht ganz, den Header oben muss der weg sein. Dann kommt eine Sektion Graphics. Ja. Die zeigt uns quasi Grafikdaten an, die in den Cartridge mitgespeichert werden. Ja. Map-Daten und Sound-Effekt-Daten. Genau. Die werden halt so einfach abgekickt. Wenn wir Musik drin hätten, würden wir da, glaube ich, auch Music-Section kriegen. Ja, müssen es geben. Daten drin. Aber haben wir noch nicht. Was mir gerade auffällt, das müsste auch Color-Coded sein eigentlich. Ich muss ganz kurz schauen, ob es eine Pico 8 Extension gibt für Visual Studio Code. Und ja, gibt es mehrere. Ich glaube, das ist die coole Pico 8 VS Code. Ja. Nein, nur eins. Puh. Ja, das ist halt eher. Na gut, das Basic. Ist ein Editor. Nein, das ist aber nur der Editor. Ja, das ist schon installiert. Nein, wir nehmen die aus. Ja. Ich installiere die ganz schnell, das ist ja gleich geschehen. Dann startet der Visual Studio Code kurz neu. Schön sprechen, Mario. Genau, das schau, da sieht man dann auch die Sonderzeichen nämlich. Das ist ah ja, super, das ist fein. Die wir verwendet haben. Genau, die werden dann durch Emojis. Emojis, so. aber nicht alle. Schau, weil die Wellenform, die wir Welle gemacht haben. Die Welle ist so ein Dachgerl, genau. Ja. Und der Timer, ja, der bleibt. Nur das, das Katzerl. Ja, ist schade. Katze hat er halt durch ein Emoji ersetzt und die X und Y Sonderzeichen. Nicht Y. Die Pfeiltaste. Und die C-Taste. Ja. Ist jetzt nicht so tragisch. Ja. Naja. Gut.
Was tun wir? Na, fangen wir mal an. Womit wollten wir anfangen? Ja, ich wollte schon damit. Ah ja, ich wollte nur erklären, wie das dann funktioniert. Also, wenn man Änderungen macht im Editor, was könnte man da schnell ändern? Ja, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Da sieht man diese Unterteilungen für die Tabs, die wir im BigQuery Editor verwenden. Ah ja, genau. Irgendwie sind die da auch mit so Kommentaren markiert, damit BigQuery was. Wo ein neuer Tab anfängt. Ein neuer Tab, das ja. sind. Diese Tabs da oben gemeint, wo man den Code ein bisschen aufteilen kann. Ja. Und was ich als erstes machen wollte, also ja, ich wollte erklären, wie das funktioniert. Also wenn man Codeänderungen macht, dann speichert man das File ganz normal. Und dann kann man im BigQuery mit Ctrl-R einfach das Card reloaden und die Änderung ist wirksam. Genau. Wie beim Browser eigentlich auch. Genau. Ja. Gut. So. Gut. Du. Dann schauen wir mal, was ich machen wollte. Ich starte nochmal das Spiel schnell mit Ctrl-R. Ich wollte als erstes einmal da oben statt diesem, da habe ich keine Maus, das ist ein bisschen blöd. Da oben statt diesem, statt der Katze halt. Statt der Katze da, das ist ein Sonderzeichen. Das da. Genau, statt dem. Danke. Das wird so lieb. Statt diesem Sonderzeichen wollte ich einfach den richtigen Kopf vom ASCII, wie er halt im Sprite ist, hinzeichnen. Stimmt, genau. Das kennt man ja das kann man auf die Schnelle machen. Wie editiert man die Grafiken in Visual Studio Code? Gar nicht. Nein. Das geht dann wiederum anders. Kann man grundsätzlich auch machen. Also man kann in die Konsole rausgehen und kann sagen Export Cat Fight, ich nenne es dann mal Sprite.png. Dann exportiert er das Sprite-Sheet als PNG. So, jetzt brauche ich einen Explorer, gell? Ja. Wow, schau, wie das ich kann. Und der wird dann... Das sind in Cards drinnen. Genau. Das wird dann da gespeichert. Und das kann man in jedem Grafikprogramm beliebig editieren. Man muss halt nur schauen, damit man die richtigen Farben verwendet, wie sie im BigQuery halt vorgegeben sind. Ja. Die Farbcodes kann man sich leicht rausholen. Und dann kann man das... Ich mache das einmal kurz auf. Das schaut dann... Sowas? Nein, der braucht halt ziemlich lang. Das Sprite-Sheet ist natürlich in Originalgröße exportiert, 128x128 Pixel. Und da sind einfach die Sprites dann drauf. Genau. Das schaut auch jetzt komischerweise da verwaschen aus beim Skalieren. Von das liegt aber, glaube ich, an dem Fotos, an dieser Fotos-App von Windows. Genau. Die das macht das beim Reinzoomen macht die das nicht gescheit. Keine Ahnung. Aber wenn man das in einem Grafikprogramm aufmacht, hat man das ganz normal. Die Pixel und kann die editieren und dann kann man es wieder importieren und dann hat man das neue Sprite-Sheet im Code. Kurzer Exkurs. Ja, gut. Also Entschuldigung, das lösche ich gleich. Dann, können wir noch. Ne, ist ja schon gesehen, schon. Windows ist ja super. So, okay, wie machen wir das jetzt mit dem Austauschen der Information da oben? Momentan schreiben wir einfach das Sonderzeichen rein, gell? Genau, das müssen wir mal. Irgendwas ist komisch. Was denn? Ich weiß nicht, irgendwas ist komisch. Wieso? Kannst du nochmal zurückgehen? Irgendwas ist komisch. Was meinst du? Ich weiß nicht. Mach mich nicht fertig, ich habe Angst. Der Font! Nein! Jetzt machen wir extra einen externen Editor und dann haben wir die Font erst wieder. Nein. Die BigQuery-Font da drin. Und keiner hat es gemerkt. Ich bin enttäuscht. Keiner hat es gemerkt. Das werden wir gleich korrigieren. BigQuery Mono Appa brauchen wir natürlich überhaupt nicht. Ja. Consolas nehmen wir vorerst, weil wir haben nichts anderes dabei. Jo. Tada! So. So. So schaut das doch gleich viel schöner aus. Jetzt kann man es wenigstens endlich lesen. Jetzt können es wenigstens auch die lesen, die sagen, sie können es nicht lesen. Richtig, genau. Das müssen wir schauen, wo wir. Wo schreiben wir denn das rein? Ich starte es einmal da, ist ja wurscht. Genau, wo wir dieses Zeichen finden. Wir brauchen eh noch das Katzel suchen, was wir vorher da im Code gesehen haben. Das wird ja noch immer da sein. Das wird man eigentlich relativ schnell sehen. Das ist muss irgendwo weit unten. Draw. Ja, vor allem ist es im letzten. Nein, es ist nicht im letzten Tab, es ist in dem Tab. Da ist es. Da schreiben wir die Anzahl der Leben, die wir noch haben, raus und setzen davor dieses Sonderzeichen. Ja. Das werden wir jetzt einmal. Ich kommentiere es einmal nur auf. Vielleicht brauchen wir das ja doch wieder, weil wir finden, das schaut so blöd aus. So. Das tun wir mal raus. Dann müssen wir eigentlich einmal schauen, genau. Wie wir das da
Jetzt reinzeichnen. Jetzt müssen wir so ein bisschen nach rechts schieben, noch, die Zahl. Ja. Ich schätze mal ungefähr 5 Pixel. Ja. So circa. Genau. Ja, vielleicht sogar wenn wir einen Doppelpunkt mehr dazu machen wollen, noch, dann noch ein bisschen mehr. Schauen wir mal, ob wir ihn brauchen. So, und jetzt wollen wir natürlich den Kopf von unserem ASCII-Sprite da reinzeichnen davor. Ja. Das machen wir wieder mit der Funktion Esprit. Nochmal zur Wiederholung zeichnet was aus dem Sprite-Sheet, wo man genau angibt, wo es anfangen soll im Sprite-Sheet und wie breit es und hoch es ist. Der Ausschnitt quasi aus dem Spreadsheet, genau. Und in dem Fall ist es halt. Da fangen wir an bei x13y0. Genau. Ich glaube, als nächstes kommt dann die Position auf dem Screen oder die Breite? Nein, die Breite kommt als nächstes. Ja. Die Breite und Höhe und dann eins, kommt die Position drei auf dem Screen. 3 mal 1, 2, 3, 4. Genau, 4 hätte ich genommen. 3 mal 4 und dann. Dann kommt Position am Screen, das müsste ja irgendwo 1, ja, x, 1, 1. 1, y, 1. Genau. Sollte passen. Werden wir gleich überprüfen. Na, fast. Ist klar. Wobei nicht klar, es ist halt genauso groß wie es ist, aber Obi hat es halt ein bisschen. Nein, es ist kleiner wie die Zoll. Wie die Font, ja. Das macht aber nichts. Ja. Ich meine, wir könnten skalieren, aber das wird auf der Größe wahrscheinlich nicht gut ausschauen. Das müsste man probieren. Ich glaube, das sind eh schon die nächsten Parameter, oder ist das Flip? Nein, die nächsten sind die Ziel, das ist die Zielgröße, ja. Ah doch? Nein, ist die Zielgröße, ja. Okay. Flip sind die letzten. Machen wir es einmal doppelt, das wird jetzt riesig sein. Hoppala. Naja, doppelt halt. Ne? Doppelt so groß. Na, was? 1-1. Nein, mit 2,2 gibst du an die Größe, so, die ist wirklich die rot. Also du musst eigentlich, Größe, du musst eigentlich 6,8, dass es doppelt so groß haben müsste. Das ist kein Faktor, sondern die tatsächliche Zielgröße. Genau. Nein, okay, da müssen wir die zahlen. Oh nein. Nein, das ist zu groß. Und ja. Weniger als doppelt geht aber nicht gescheit, weil dann passen die Verhältnisse nicht mehr das zusammen. Das war halt eigentlich 4 und 5, aber das. Das wird nicht gut ausschauen. Schaut blöd aus. Da bin ich falsch. Drum, Cody lieber in. Ja, es geht, aber es schaut jetzt ein bisschen aus wie, wie einer von den Raving Rabbits. Nein, eben, und das wenn man der Schnauzer dann weg ist. Nein, lieber nicht. Das aber nicht. Mit dem Schnauzer schaut es wirklich aus wie einer von den Raving Rabbits. Ubisoft lässt grüßen. Ja. Das heißt, du schirmst das einmal um 2 Pixel, um 1 Pixel runter, ne? Ja. Herzlich willkommen an King Dididi und Patrick Fura. Oh, hallo. Hallo. Externer Editor heute. Man glaubt das kaum, wenn man das nicht selbst sieht. Das geht sich nicht aus. Nein, das ist schlecht. Der Katzenkopf ist zu. Wir müssen den Katzenkopf neu zeichnen. Wir müssen ASCII neu zeichnen. Nein. Oh ja, wir müssen ASCII komplett umbauen. Wir machen einfach 5 hoch statt 4. Wahrscheinlich macht das nicht viel Unterschied. Das ist ja nicht. Nein, das schaut ja blöd aus, weil da fängt ja schon der Körper an. Körper an. Das ist nicht gut. Das ist schon na wart. Ich lass mich nicht unterkriegen. Okay. Man muss ein bisschen herumprobieren auch. Oh, falsch. Du bist in die falsche Richtung gegangen, glaube ich. Ich hab die Breite erhöht, das ohne die. Nein, das schaut nicht gut aus. Nein, das schaut alles nicht gut aus. Das schaut einfach alles nicht gut aus. Wenn wir jetzt den ASCII neu zeichnen, denn anders. Was ist aber in. Nein, den zeichnet man irgendwann sowieso neu. Ja, aber dann hätte ich jetzt aber wirklich nur in den Kopf nehmen, wir müssen uns halt damit zufrieden geben, dass das nicht so super. Ja, nein, lass mir das nicht so. Also wurscht. Nein, so nicht. Nur ein paar rückgängig machen. Nur ein paar, gell? Aber jetzt. Ja, I take it. Sowas vorher. Ja. Du hast gesagt, ruckst du das nur eins, eine von links. Bitte. Ja. Bitte. Ja. Gern, für die mache ich alles. Danke. Fast alles. Ja, lassen wir das einmal so drinnen als Platzhalter. Ja. Weil der ganze ASCII ist ja eigentlich nur ein Platzhalter. So, wow.
Was immer man, noch ein bisschen schwer. Ja, nein, das ist eh klar. Ja. Was wir nur machen könnten, natürlich jetzt gleich in dem Zusammenhang, weil es ist fast sehr ähnlich. Fast nein, sehr ähnlich, okay. Eigentlich sehr ähnlich, würde ich sagen. Entschuldigung. Ich gehe immer ins Spiel. Ich könnte ihm da auch hinzeichnen am Startscreen. Ja, mal. Ja, und wir könnten da können wir skalieren. Da können wir skalieren. Wir könnten am also jetzt haben wir haben derzeit das so gemacht, dass man einfach blinkt, wenn man getroffen wird. Mhm. Geht das natürlich auch das Leben verlieren könnte man auch so machen, dass man Leben, wenn man Leben verliert, dass man nicht einfach unverwundbar wird für eine Zeit und weiterfliegt. Und einfach weiterschießt, bis alle Leben aufgebraucht sind, sondern dass man das Level von vorne fangen muss. Ja. Könnte man auch machen. Das könnte man auch machen, ja. Das war da Überlegung. Und dann könnte man auf dem Screen, der da dazwischen kommt, quasi die verbleibenden Leben einblenden. Also du würdest überhaupt einen Zwischenscreen machen? Das war jetzt nur so eine spontane Idee. Wir müssen das jetzt nicht machen. Fangen wir jetzt einmal an mit dem Startscreen, den ein bisschen aufmöbeln. Dafür brauchen wir Draw Start, ne? Jo. Nicht Draw. Straw Dark. Ach, Clemens, das ist so lustig. Ja. Da haben wir ja noch nicht viel. Genau. Du hättest das S-Brücken. Nein, wir haben ja eh ganz andere 13. Koordinaten. Achso, willst du den ganzen zeichnen? Ja, sicher. Okay. Was hat denn das sonst für einen Sinn? Da holen wir uns. Achso. Naja, da müssen wir vorher wieder die Farben umschreiben. Nein, weil. Die Cape-Animation nehmen wir mit. Schick. Und darum merken wir da 114. Das gefällt mir. Und gehen dann mal zu Draw Game. Mhm. Und schauen, wo da der ASCII. Haben wir noch nicht so gut? Da haben wir eine eigene Funktion. Das ist noch besser. Das ist am besten. Mhm. Genügt uns die? Naja, wir müssen. Ja. Ja, die genügt uns eigentlich. Oh ja, klar. Haben wir das da? Die muss genügen, weil bei Draw Game machen wir Draw ASCII immer. Haben wir Update ASCII auch? Wahrscheinlich. Ja, wir haben ein Update ASCII, weil er sich bewegt. Oder? Nein, das ist Move ASCII oder so. Und wir brauchen ja kein Update ASCII. Was müssen wir wie bewegt sich dann das Cape? Das Cape bewegt sich in jedem Frame. In jedem Frame wird abwechselnd, wird abwechselnd das geändert. Mhm. Die Farbe. Glaube, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir mal, was rauskommt. 114 war die Zeile. Ja. Genau, und da schreiben wir einfach Draw ASCII rein. Total. Die einzige Sache ist das mit dem Skalieren. Das müssen wir halt. Ah, stimmt. Das haben wir da jetzt nicht drin. Man kann einen Faktor. Parameter für die Funktion machen. Genau, zum Beispiel. Schauen wir mal, ob das überhaupt genügt. Ja. Ja. Naja, es bewegt sich nicht. Naja, und es ist nicht in der Mitte. Ja, also mein Escape, das Cape bewegt sich nicht. Nee, weil das fährt, habe ich ja gewusst. Fährt doch, aber wo ist das? Wo haben wir das gemacht? Schauen wir mal ein Update Game einfach. Cape, Update Cape. Ja, die brauchen wir. Mhm. Also jetzt habe ich kopiert eigentlich. Update Cape brauchen wir da nur. Mhm. Aber nicht in der Draw Start, sondern in der Update Start. Natürlich. Ja. Dann müsste sich einmal das Cape bewegen. Mhm. Ja. Und wenn wir die Funktion jetzt so awesome bauen, dass sich das Cape richtig bewegt, haben wir es überall richtig. Eben. Und wir wollen jetzt nur. Da weiß ich, wer sich freuen wird. Ja. Und wir wollen jetzt nur einen Skalierungsfaktor quasi. Genau. Einfach ein Scale übergeben an das Draw ASCII, hätte ich jetzt gesagt. Genau. Und da müssen wir die Spr auf Spr. Ne? Und die müssen wir dann halt jetzt umbauen. Ja. Dann müssen wir schauen. Local Scale is Scale. Achso. Scale or? 0. 1. Naja, 1. Ja, 1 stimmt. Hast recht. Also wir schauen, ob Scale übergeben worden ist, wenn nicht, setzen wir es auf 1 und jetzt müssen wir eigentlich die Größe mal dem Skalierungsfaktor. Genau. Aber wir müssen nicht das Spr anders machen, weil wir können jetzt keinen Sprite-Index übergeben, sondern... Ah, da haben wir noch Spr. Da haben wir noch Spr drinnen, ja. Das müssen wir jetzt... Okay, dann müssen wir das auf... Ich meine, es ist eh 0, 0.
Und das muss einfach aufs Brügge. Ist das 0-0? Naja, müsste es sein, oder? Ja. Nein, es ist 8-0. Blödsinn, ich habe den Clear Sprite vergessen. Dort 8-0, 8 Brat und 7 hoch. Ja. 8 Brat, 7 hoch. Und Scale X ist. Na, warte, zuerst brauchen wir die Position auf dem Screen. Ah, und D ist ASCII X und ASCII Y. Das hat man eigentlich auch übergeben. Nein, das schreiben wir, das setzen wir fest in einer initialen Variable. Schau, in der ASCII Table setzen wir fest, wo X und wo Y ist. Ja, aber fürs Game. Naja. Schon nicht schon Start Screen. Nein, wir müssen beim. Ich würde so machen, dass wir eine Initial irgendwo setzen. Ja, da können wir das Init in der Table, Init können wir den Initialwert setzen. Okay. Und wenn man dann das Game startet, setzen wir das nochmal rein. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. ASCII X, ASCII Y. Und dann haben wir die Y und dann haben wir was? 8-mal Scale und 7-mal Scale. Genau. Müsste passen. Ja. Schauen wir mal, ob es noch geht. Grundsätzlich sollte es funktionieren. Ja. Ah, ist auch cool, dass von derselben Stelle anfangen. Aber da oben ist am Start. Nein, aber den finde ich eigentlich. Ja, oben finde ich, sollte sowieso nicht anfangen. Ich finde es sollte in der Mitte anfangen. Aber halt schon links. Also nicht zentriert. Dann machen wir mal ASCII Y. Passen wir die einmal global an für beide Screens. Ja. Indem wir da einfach ASCII Y ein bisschen runtersetzen, machen wir mal 50. Schauen wir mal. Müssen wir ein bisschen zu weit, 45. Nein, das ist zu wenig. Zu wenig weit? Ja, 128 durch 2 sind 64, minus 7, minus 3. 61. 60, 61. Sowas. Machen wir 60 einmal. Ja. Mhm. Das ist ziemlich in der Mitte jetzt. Schaut gut aus. Ja. Und genau. Und was machen wir jetzt mit dem Rest vom Startscreen? Naja, wir könnten dann beim Startscreen hätte ich ihn schon fast da oben hingesetzt und halt ein bisschen größer. Ich meine, wir könnten überhaupt einen Startscreen noch viel mehr machen. Da ja, das ist jetzt nur mehr ein bisschen Design und also ein bisschen. Catfight sollte man mal wo hinschreiben. Wir sollten irgendwo mal Catfight hinschreiben, vielleicht. Ja. Das können wir aber auch gleich machen, so ein bisschen mocken. Ja. Ja. Okay, dann schauen wir mal, wo schreiben wir Draw Start? Da. Wir wollen einmal Scale doppelt so groß. Mhm. Und da müssen wir mit X und Y müssen wir noch was machen. Ciao. Ja. Was denn? Wir bleiben eh noch da. Wir haben uns nicht von euch verabschiedet. Ja, der Chef hat gerade das Büro verlassen. ja, mit X und Y müssen wir was machen. Was willst du mit X und Y machen? Ja. Nein, die Init, die im Init steht, die X-Position im Init, die auf einen gewissen Wert setzen. Das ist er ja eh jetzt, ja. Ja, genau. Aber halt auf einen, so dass irgendwie zentriert steht. Die Cuts. Ach so, und beim Game Start. Und sobald du, also wo wir das X abfragen, okay, setzt man die ASCII-Position nochmal neu. Okay. Verstehst du? Ja. Irgendwann? Weißt du, was ich jetzt wieder mache? Ich würde jetzt da den Editor teilen. Kurz. Puh. Okay. Damit ich nicht mehr hin und her scrollen muss. Okay. So, jetzt brauchen wir mal da unsere Initialisierungsfunktion. Wo ist denn der ASCII? Da ist er. Genau. Da können wir jetzt, und da sollte es jetzt natürlich nicht 60 sein, weil wir so ja über der Schrift stehen. Also da muss er eigentlich wieder weit rauf. Die Werte merken wir uns einfach. Naja, X ist, wie breit ist er noch einmal? 16. Das heißt, 40? X jetzt. X ist 48? Ja. Nein. Entschuldigung.
Ich würde mit 60 probieren. Probieren wir mit 60, 60 und schauen. Nein, es ist sicher nicht 60. Es ist, nein, nicht. Es ist 56. Syntax Error in Lancerty. Natürlich habe ich einen Beistrich vergessen. 56. X ist 56. Okay. Y ist wieder nicht 60, das muss, ja, das ist wahrscheinlich. Ach so, es ist ja jetzt skaliert. Ja. Auf ein bisschen machen wir 30. Ja. Und jetzt insgesamt alles ein bisschen runter, damit wir oben, machen wir doch 40 und das schreiben wir auch 10 Pixel weiter unten hin, machen wir 70. Epilepsie-Warnung, ja. Vor dem Startscreen eigentlich. Ja. Und Urheberrechtshinweise OS, und Copyright-Verbote DSGVO, und DSGVO. So, ich mach das wird knapp auf 128 mal 128 Pixel. Und jetzt schreiben wir da drüber nur Catfight. Zuerst einmal mit. Ich werde das einmal ein bisschen einrücken und ein bisschen runter. Center Text. Haben wir das? Ah ja, das haben wir eh schon gesehen. Wir brauchen nur eine X. X-Position brauchen wir. Aber. Also zentriert das heißt haben wir schon. Print Center. Nein, Print Center, genau. Was haben wir da für Argumente? Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her. Eher oben, gell? Was ist das für Zeile 115? Da ist Stopp. Da. Text Y. Text Y und Farbe. Genau. Achso, den Y-Wert, ja. Was denn? Ich schreibe Catfight. Na, schauen wir mal. Nein, ich, aber. Ich habe was vorgehabt. Das geht mit Center Text wahrscheinlich nicht. Achso, du hast was vorgehabt. Also, wenn wir Offset auch noch, oder? Haben wir das nicht? Ah, nein, das haben wir beim anderen. Das beim haben wir nur beim Rechts. Rechts allein. Ja. Ist aber. Was haben wir? Y. Mhm, mhm. 30, 20. Nein, auf 30 steht der ASCII. Achso, ja, stimmt. Und Color, nehmen wir mal 1. Ich sag dir dann auch gleich warum. Nein, 1 ist jetzt dunkel, weil das ist nämlich dunkelblau. Ja, ja. Ich wollte dann Schatten machen. Ah, cool. Aber mit Sprint Center kann ich es nicht um 1 nach links schieben. Nein, außer das kriegt ein Offset. Können wir machen. Dann kannst du es um minus 1 verschieben. Schauen wir, wie es so ausschaut. Hm. Na, vielleicht noch. Geht auch. Da ist gar es mehr, so auch mehr so ein 3D, also so ein. Ja, gar nicht so schlecht. Relief-Effekt. Was sagt ihr? Ist nicht so schlecht, oder für einen Mock? Für einen Mock geht das schon. Ich habe mir nur überlegt, ob wir vielleicht die Hintergrundfarbe vom Startscreen unser Himmelblau nehmen könnten. Gleich. Dann schauen wir mal, wie es mit dem Himmelblau ausschaut. Was haben wir denn beim Himmelblau für einen Farbcode? 12. 12. Na, schreib natürlich öfter. Nein, ich habe nicht gemeint den Schatten. Ich habe gemeint den kompletten Hintergrund vom Startscreen. Jetzt muss ich da was erklären. Der Hintergrund ist 1. Ja, aber das macht Sinn. Hm? Wieso? Der Hintergrund ist nicht 1. Der blaue? Wieso? Nein, Himmel? Der hellblaue ist 12. Wir haben nicht mehr das hellblau. Aber unser Himmel ist doch hellblau. Nein, den haben wir auf dunkel irgendwann geändert. Ist unser Himmel dunkelblau? Habe ich das jetzt die ganze Zeit nicht gesehen? Ja. Unser Himmel ist dunkelblau. Das schaut besser. Okay, das ist peinlich. Das habe ich in einer Weg gemacht, wo du nicht dabei warst. Darum kannst du wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Oder hast du schon mal gesehen? Und approved. Na, wir können natürlich den Schatten schwarz machen und den, ja, schauen wir mal. Hintergrund blau. Machen wir richtig über die ganze Fläche. In blau. Nein! Pickweight, das ist alles. Ja. Geht auch. Dabei. Find ich. Für Mock. Das wird der Spruch des Tages. Für einen Mock. Für einen Mock reicht's. Jetzt müssen wir eigentlich nur das Press X zu Start ein bisschen aufschieben. Kurzgeschichten nehmen Sie Sharp hat recht. Ja, ich war nicht da. Ich hab das überhaupt nicht überrissen, dass der nicht mehr die Hände bleibt. Jetzt zeige ich dir ganz was Wildes. Das machen wir auch mit dem. Mit dem.
Trauma was, hm? Wir haben für das... Falsch. Falsch rum. Das ist interessant, das Beleuchtungskonzept. Was schaut besser aus, wenn wir es generell so machen, wie unten oder wie oben? Puh. Gute Frage. Ich finde oben so? fast. Ja, da habe ich nichts dagegen. Oder unten? Also ich meine, ich finde, dass der Schatten nach oben geht, finde ich fast besser. Ja. Gemeint. Also eigentlich also der untere Text. Nein, das. Ach so. Okay, dann müssen wir es oben noch umdrehen. Da. Ja. Und mir fällt gerade auf, das Press X to Start. Ach so. Was? Nein, das geht nicht. Na, sag. Wir können nicht Print Center für das Press X to Start verwenden. Weil? Das X weil er die Braten von dem X nicht kennt. Und wir uns die Braten vom Text ausrechnen. Ja, das muss ja auch nicht probieren sein. Probieren wir es einmal, was Wasser kommt. Ja, was Komisches, weil er nimmt an, er nimmt X als einen Charakter an und wir nehmen pro Charakter die Breite, um das auszurechnen und das funktioniert dann nicht mehr. Wahrscheinlich hast du recht, ja. Also du hast sicher recht, aber ich probiere es trotzdem, weil ich eigensinniger Tölpel bin. Ich will es einfach nur wissen. Okay. Nein, das sehe ich jetzt genau. Na, immer mache ich es da. Ja. Jetzt ist wirklich so schlimm. Hm. Fällt jetzt gar nicht auf. Interessant. Okay, dann können wir es. Wenn wir es dabei. Ich kopiere das noch. Dann ist es konsistent. Wie haben wir es jetzt? Oh, unten 70. Und da brauchen wir nur 0. Sehr schön. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen runterschieben. Mhm. Um circa 10 Pixel sogar. 20. 20? Ja, bin ich auch dafür. Das heißt 3, 5, 9 und 10. 9. Na, 30, 20 Pixel. 20? Ich bin von 20 auf 30 geswitcht. Ja. Achso, es sind 89 natürlich. 89. Ja. Und aber bin 90. Ich da schon? Nein, passt eh. Das 50 und passt. Und den ASCII in der Init. Ganz oben. Ja. Der ist uns falsch. Stopp. Y60, jetzt sind wir wieder bei der 60. Wunderprächtig. Da haben wir einen vergessen. Da haben wir einen vergessen. Und zweites Sau. 15. Ich habe gesagt. 15 ist blöd, gell? Das gefällt dir nicht. Nein, das passt schon. Das heißt minus 5. Minus 5, oh. Ja. So, 114. Den haben wir, glaube ich, vergessen, oder? Nein, den haben wir. Hä? Schauen wir mal. Was war denn das? Das war doch 19. Plus 20 ist 39. Aber theoretisch haben wir ihn vergessen, oder? Wir haben alle anderen zweit geschoben. Mm. Ist komisch. 39? Nein, 39 und 50 kann auf jeden Fall nicht stimmen. Nein, den habe ich auch zweit genommen. Da habe ich auch schon 30 dazu. Dann waren das, wenn wir mit 15 rechnen, da 34, dann waren das 35. 35, genau. Und das. Da haben wir. Das passt jetzt 85. 84? 84? Und 85. Ja. Genau. Stimmt. So. So. Ja. Nein. Nein. Falsch. Schau, darum mache ich immer alles im Big World. Ja. Schön. Wunderschön. Und wenn wir jetzt noch ganz wild sind. Aber das Draw Cloud genannt. Ja, weil du immer zeichnest. Local Cloud. Ein Nil Value, die wird. Da wird was übergeben. Wir haben noch keine. Irgendwo wird was übergeben. Suche mal die Draw Cloud aus. So. Ja, da wird eine Cloud übergeben. Und zwar. Aus der Draw Game? Aus der Draw Game wahrscheinlich, war genau, for each Cloud, Draw Cloud. Oh, das kannst du, das können wir einfach übernehmen. Mhm. Das tut dir nicht weh.
114. Scrollen, 114. Das sind schon viele Zeilen. So. Da sind die Tabs in Pico 8 natürlich sehr praktisch. Ja, Pico 8 ist viel bessere Editor. Aber es glaubt mir ja keiner. So war das, ne? Ja. So, schauen wir mal. Und wir haben eine Startscreen. Smooth, oder? Perfekt. Ich finde sogar, wir müssen das gar nicht drücksetzen, wo er steht. Ich finde, das wird einfach gut stehen bleiben, wo er halt steht, und da wird er halt einfach kleiner. Ich finde das gar nicht so schlecht. Für den Anfang. Ja. Und wenn wir jetzt schon so einen super Startscreen-Mock haben, irgendwie ruckelt das so. Ja, ein bisschen. Bin ich der Meinung, was an dem Overscreen braucht man auch noch, oder? Ja. Oder wir schon überlegst du jetzt, was das Ruckeln ist? Ja. Naja, das kann wieder der. Ach so, wenn wir streamen, ja, das stimmt. Schauen wir mal, wie der Game Overscreen tut. Nicht so berauschend, fürchte ich. Nein. Geht die weichen so aus. So ein Feig. Stellt euch, ihr Schweine. Da machen wir dasselbe, ja, wie auf alle Fälle immer dasselbe stilistisch, was wir beim Startscreen gemacht haben. Das würde ich auch sagen, ja. Auf jeden Fall blau. Nein. Ich finde blau. Ich kopiere jetzt immer, normalerweise tue ich es nicht im Livestream wegen den User, was sind. Aber ich kopiere jetzt da die essentiellen Dinge. Die Wolken spare ich mir. Nein, die nehme ich mit. Ich finde die Wolken ganz nett. Ich finde das, wenn die immer quasi Teil sind. In ASCII brauchen wir. Ich nehme mit das mit. In ASCII brauchen wir nicht. Außer wir machen. Also wir sollten einen zweiten ASCII nehmen, so einen toten ASCII. Ja, den könnte man schnell zeichnen. Das den könnte man dann schnell zeichnen. Das ist zwar allgemein, aber. Blau mit dunklen Wolken. Dunkle Wolken? Wir könnten auf dem Game Overscreen so graue Regenwolken machen. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Ja, das machen wir. Ja, das tun wir. So, schauen wir mal. Die Texte müssen wir jetzt duplizieren und jeweils. Die können wir. Achso, du meinst wegen Schatten, genau. Ja. Einen Effekt. Mhm. So, schauen wir, wie das dabei ausschaut. Jo. Ah, das ist super. Du musst ein bisschen runter, weil die weichen wieder aus. Ah ja. Kommt, ihr Schweine, stellt euch. Der Verdammnis. Ja, schaut schon ganz gut aus. Die bewegen sich noch nicht, weil wir in der. Das Update Cloud haben wir noch nicht. Genau. Drinnen. Und wir sollten halt andere nehmen. Die Game Over Clouds. Na, vor. Na, wir müssen nur. Nein, nur Update Clouds. Wir haben ein Update Clouds. Achso, das war fügt unten. Clouds ja. Und ändert die Position, genau. Das mit der Vorschleife haben wir nur. Ja, unten beim Zeichnen. Genau. So. Der wollte ewig leben. Das sind ja Western, gell? Der hat Western. Ich glaub, ja. Womit wir wieder bei Red Dead Redemption 2 wären. Ein bisschen ein besser getarnter Shooter. Wir bauen gerade einen Shooter aus. Nein, wir bauen gerade einen Shooter, ein super Spiel, ja. Ich. Sagst du noch was? Triple-Eglung. Ja, bitte noch in Wiener Hochquellwasser. Danke. Aus unserer Hipster-Milchflasche. Ausgespielt. Ja. So, Dunkelwolken. Das heben wir. Wie Regenwolken. Da? Vielleicht überhaupt gleich Regen. Mit Regen. Ja. Das heißt, wir müssen mal die Farben umdeichseln von den von die Wolken. Was weiß, sind. Weiß wird grau und grau wird dunkelgrau. Oder so. Ja. Aus was bestehen die nochmal? Kannst du nochmal noch schauen? Weiß geben? Wird. Die bestehen ja, weiß und hellgrau. Genau, dann werden sie
grau und dunkelgrau. Grau, ja. Also 7 wird 6 und 6 wird 5. Ja, voll einfach. 7 wird 6. Mhm. Und 6 wird 5. Und das schaue ich wahrscheinlich. Das haben wir jetzt schon weit nicht mehr gemacht. Ich werde das kurz mal wiederholen. Gern. PAL ändert die Farbpalette. Das heißt, man ändert für alles, was nach dem PAL gezeichnet wird, die Farbpalette. Für, ändert man bestimmte Farben. Also für das Sprite, was danach jetzt gezeichnet wird, eben bei Draw Cloud, ändert man die Farbe 7, eben weiß, auf 6. Jetzt werden die Wolke, wird dann dort, überall wo es weiß ist, wird dann grau verwendet und überall wo es hellgrau ist, wird dann dunkelgrau verwendet. Und mit PAL leer, also ohne Argumente, setzt man das Ganze wieder auf den Default-Wert zurück. Genau. Das heißt, es passiert nur für unsere Wolken und für nichts anderes. Genau. Das war verheerend. Jo. Das muss da ausgesucht sterben. Tut mir leid, Aski. Es muss sein. Boing. Naja. Die sind ein bisschen zu dunkelgrau. Also, das Dunkelgrau ist zu dunkelgrau und das Hellgrau ist zu hellgrau. Ich würde es vielleicht sogar umdrehen. Die ist weiß auf dunkelgrau und das andere auf hell. Ja, das könnte man auch probieren. Ist vielleicht besser. 7 wird 5. Und 5 wird 6. Nein, was geht das überhaupt? Nein, 6 wird 7. Wolltest du das? Nein. Was wolltest du machen? Ich würde weiß auf dunkelgrau und hellgrau auf hellgrau bleiben lassen. Eigentlich. Und hellgrau lassen. Brauchen wir ja nicht. Ja, probieren wir mal. Ich muss schon wieder sterben. Ja, das ist der Job. Ich meine, da was gleich gelernt. Gell? Zum Beispiel Frontend-Entwickler beim Standard. Naja, das ist ein bisschen gefällt zu. Mir auch noch nicht. Der so. Kontrast ist zu stark. Das war jetzt nur das Hellgrau, was über ist. Das werden wir probieren. Ah, vielleicht schaut das gut aus, aber wenn es jetzt komisch wirkt. Der Patrick sagt, wir können 6 lassen. Ja, das haben wir jetzt gemacht, aber das hat nicht so gut funktioniert. Ich würde 6 auf 1 ändern. Das ja, lässt das Löcher zwar dann. Ja, aber Löcher, na, schauen Löcher wir mal, sind aber auch blöd. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Nein, Löcher finde ich blöd. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Aber ich finde Löcher blöd. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Bin dagegen. Ja, aber ich will es trotzdem sehen. Schwarz hätten wir dann noch. Ich finde es nicht so. Es ist nicht ganz deppert. Ich finde, wenn sie es überlappen, schaut es aber blöd aus. Also, irgendwas ist da. Ich glaube, irgendwann hören wir auf. Oder? Das finde ich aber gut, weil Das ist gut, wenn es da aufhört. Ja. Aber warum hört es auf? Das weiß ich nicht mehr. Weil man keine Neichen generieren kann. Wahrscheinlich. Egal. Passt uns gerade so ins Konzept. Ja. Aber ich finde ihn nicht so blöd. Hm. Na, dass es da aufhört, finde ich super. Wir müssen nur schauen, ob es im Level auch aufhört. Wenn es im Level aufhört, war es blöd. Da sollten ja immer Wolken nachkommen. Ja, das werden wir gleich überprüfen. Vielleicht ruckelt das auch so, wenn wir jetzt doppelt so viel generieren. Ich habe keine Ahnung. Nein. Da mal nicht. Es hat heute schon von Anfang an geruckelt. Ja, die Wolkenanimation bleibt da seamless zwischen den Szenen. Das hört da auch auf schon. Ja. Nach was für ein Muster werden die generiert, die Wolken? Das müssen wir uns anschauen. Müssen wir kurz reinschauen. Okay. Update Clouds. Ja. Da. Timer Next Cloud. Der Timer wird nicht aktualisiert. Ja. Aber warum? Der ist ja immer aktualisiert worden. Naja, wir haben Timer minus ist gleich 1. Achso, und dann machen wir eigentlich auf random. Und irgendwann gehen uns die Clouds aus. Ja, und der Timer abgelaufen ist, wird dann wieder zurückgesetzt. Irgendwo auf. Wo passiert das? Great Cloud. Wo ist Great Cloud? Das ist jetzt auch kein Timer. Nein, der Timer wird da wieder gesetzt. Ah ja. Da wird er gesetzt. Mhm. Aber halt, wenn Timer Next Cloud, dann wird, genau. Deswegen, wir kriegen ja mehrere Clouds rein. Nur irgendwann, genau, wir haben ja noch End Number of Clouds ist kleiner 25. Ja. Das heißt, irgendwann landen wir dann, haben wir dann mehr als 25 Clouds und der Timer wird nie mehr zurückgesetzt.
Wir müssen ein separates If machen eigentlich. Ja. Wir müssen Create Cloud, wo wir nur aufrufen, wann eben der Timer ist und Clouds kleiner 25. Mhm. Aber wir wollen immer, wenn der Timer 0 geworden ist, den Timer wieder neu setzen. Das heißt, du musst ein zusätzliches If da einbauen. Einfach. Statt dem End. Statt dem End, genau. Nein, das kannst du lassen. Du kannst einfach End auf If ausbessern und da ein Then hinschreiben und unten noch ein End. Ja, das alles eindrücken. Genau. Du könntest da. Nein. Sonst haben wir das selber nicht vorher. Ja. Das geht runter. Das gehört einfach eine 2 nach oben. Genau. Und da können wir ein verkürztes If machen. Ja. Guter Einwand. Genau. So, jetzt wird das wieder passen. Da ist ein End zu viel. Ist zu viel, genau. So, jetzt wird das wieder passen. Und jetzt wird dann immer wieder. Schau, die Wicken, die ist seamless. Das ist so schön. Das ist wirklich sehr hübsch. Na, wir wollen eh schauen, ob die Wolken immer nachkommen. Ja. Puh. Ja. Jetzt kann ich aber nicht mehr Game Over. Macht ja nichts, aber jetzt wissen wir zumindest, dass die Wolken immer nachkommen. Ja, die kommen immer nach. So. So, das muss ich wirklich sterben. Oder er, ich nicht. Na, du nicht. Der ASCII. Das darfst du nicht machen. Ja. Jetzt kommen da natürlich auch immer die Wolken nach, wenn wir das jetzt ausbessert haben. Das finde ich nicht so schlimm. Kannst du nochmal schwarz ausprobieren für die Wolken? Ja, das probieren wir nochmal aus. Dass wir das auf schwarz umschreiben. Das war bei 114? Nein. War ganz unten da. Ah ja, stimmt. Null. Vielleicht brauchen wir eine ganz andere. Naja, wir haben nicht mehr so viel. Nein, das ist zu poppig. Das ist alles zu heftig. Kontrastreich. Der Unterschied ist zu heftig. Und wollen wir es invertieren? Was? Naja, hellgraue Wolken mit weißen Akzenten. Das ist dann wieder so hell. Das ist dann nicht so fett. Finde ich. Und wollen wir es ohne Struktur machen? Ist einfach alles grau, alles dunkelgrau? Ist auch nicht gut, gell? Also alles auf 5. Schauen wir. Kommt dort funktionieren? Als Mock reicht's. Als Mock würde ich es aber dann mit den Löchern lassen. Okay. Wie? Nein, schauen wir mal, wie es ausschaut jetzt. Naja, das finde ich blöd. Das ist nichts. Dann mach die Löcher wieder eine mit 1 und genau. Und einen toten ASCII irgendwo hinlegen. Also ja, so da brauchen wir eigentlich nur. Für die Augen, weißt du? Und bei der ist er fast ein bisschen. Nein, X für die Augen, das schaffen wir nicht, weil ein Pixel. Das da geht sich nicht pro aus. Pro X, 3 Subpixel auf der X und Y. Ja. Lass mich was probieren. Also uns. Lass uns was probieren. Ja, sag. Ich habe eine Idee. Naja, unser Intro-Screen, wo wir quasi ins Wasser fallen und wo du auch die Paletten änderst, man könnte eigentlich aus dem ASCII so einen Geist aufsteigen lassen. Am Game-Over-Screen, der halt nur so aus Umriss besteht quasi. Das machen wir, aber ja. Zum Beispiel. Das machen wir. Das heißt, wir brauchen einmal, machen wir das. Das machen wir nach den Wolken. Nein, unten, das machen wir ganz unten. Da kommt Wolken, Text und unten der ASCII. Den Text vielleicht sogar ein bisschen rauf noch um 5 Pixel. Mhm. Wie 7 minus 5? 2. Richtig. Das ist gar nicht so einfach so, wenn man so spontan gefragt wird. So, schauen wir mal. Haben wir da? Scale haben wir nur. Da ist eh schon Game Over. Da können wir ASCII X jetzt auf irgendwas setzen. Und ASCII Y.
Naja, bis 55 gehen wir, 55, 70, 80. Na, verdammt, ja, stimmt. Aber das würde ich gerne im Update Cover machen. Na. Na. Ja. Jetzt habe ich, na. Das GX. Das ist das Problem bei externen Editoren. Ja, die sind böse. Im Bitcoin kann da das nicht passieren. Ja, das ist ein super Editor. Bitcoin ist mein Haupt. Ich würde es zum täglichen Arbeiten als Bitcoin Editor verwenden. Natürlich nicht. Du weißt ganz genau, dass das nicht geht. Also wir schreiben unsere Webseiten in Lua in Zukunft. Das war halt mal was Neues. Lua ist super. Ich habe angefangen, es war ein dünnes Lua-Buch zum Lesen. Das haben wir in 3 Stunden durch. Mhm. Ich glaube 40% teuer. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Ja, nur ein bisschen runter in ASCII, ein bisschen skalieren und. Sollen wir skalieren? Können wir, ja. Dann ist er wieder skaliert, so wie auf dem Startscreen. Ja. Also einfach wieder zweifach skalieren und genau. 10 Pixel runtersetzen. Mindestens 10 Pixel. Eher 20. Sitzt wir gleich auf 100. Oder? Oder 95? Ja, irgendwie so. Und dann brauchen wir einen Ghost. Ja. Da muss ich jetzt wieder aufhüpfen im Code. Achtung, liebe User, ich werde scrollen. Und zwar schnell. Geht schon wieder die Augen aufmachen, geht schon wieder. Die Kommentare kannst du, glaube ich, auch wieder. Gosh. Wie schreibt man Ghost mit H? So. Nein, ja, GH. GH, ja, genau. Ghost und John, das sind die zwei Wörter, die ich immer falsch schreibe: Ghost und John. Darum bin ich froh, dass ich nicht John heiße und nicht in der Band Ghost spiele. Oder im Film. Ghost. Nein, gut, das möchte ich sowieso nicht. Na bitte. Mit der depperten Töpferscheibe am Anfang, so, da werden die Hände dreckig. Nein, das brauche ich nicht. Die Kommentare kannst du oben wegnehmen, glaube ich, die brauchen wir nicht mehr. Ja, okay. Eh. So. Die setze ich am Anfang, aber... Jetzt auf 0,0, die brauchen wir erst im Startscreen, wirklich, naja. Im Game Overscreen brauchen wir es. Im Game Overscreen, meine ich, da setzen wir erst den ASCII und da setzen wir den Ghost dann auf dieselben Koordinaten am Anfang. Ja, können wir machen. Da brauche ich da dabei noch nichts initial. Auf 0 setzen, ja. Ghost richtig geschrieben. Auf Anhieb. Bin begeistert. Ich habe oben gesehen, okay. Wie es gehört. Welche Kommentare? Na, da, scroll auf. Die da. Die zwei, die brauchen wir ja nicht mehr. Ja, da hast du recht. Ja. So, Achtung, ich scroll wieder ganz weit. Achtung. Happy Gold Editor ist so viel besser. So. Und jetzt brauchen wir einen Ghost. Genau. Wie macht man den am besten? Eigene Funktion ist fast übertrieben, nur für einen Screen. Wahrscheinlich. Den kommt man aber auch während dem Spiel, wenn man ein Leben verliert, anzeigen. Kennt man. Aber dann muss er mitgehen. Ich meine, ist nicht so schwierig. Aber muss halt, wenn man sich weiter bewegt, dann muss er nicht mitgehen. Vergiss es. Nein, was war, vergiss, konnten, was ich gesagt habe. Wir konnten bei der Draw-ASCII-Funktion könnten wir den zweiten Parameter Ghost angeben. Mhm. Und wenn Ghost true ist, nehmen wir einfach die Ghost X und Y und ansonsten den. Kann das Ghost funktionieren? Anders kommen. Ja, danke. Muss man den angeben? Warte mal, das wird nicht funktionieren. Wieso? Achso. Das geht mit True-False. Mit True-False geht das nicht. Die kurz, was willst du denn jetzt machen? Wir verwenden da Variablen. Ja, ja. Und ja, wenn ja Ghost true ist, verwenden wir da und da andere Variablen. Das geht aber nicht. Geht das? Naja, du kannst da local. Oh ja, kannst, das geht. Ja, geht das schon. Aber? Ja, das geht nicht. Weil? Naja, das geht schon. Sicher? Das ist wurscht. In Lua ist alles true, was nicht nil oder false ist.
Und wenn man es nicht übergibt, okay, das habe ich auch in dem Buch gelesen. Das hast du in dem Buch gelernt, na bitte. Und wenn man Ghost nicht übergibt, ist es? Nil. Richtig. Und somit ist es? False. Ja. Insofern brauchen wir das eigentlich nicht. Nein, eben. Du kannst einfach if Ghost. Genau. Ja, und ich weiß nicht, ob man... Ja. Findest du das eine schlechte Idee, dann sag was. Nein. Wir sitzen beide im selben Boot. Ja, ist jetzt viel Code, aber... Ja, wie hast du das gemacht? Ja, man hätte... Aber es ist wahrscheinlich genauso viel Code im Endeffekt. Man hätte sich lokale XY-Werte ausschreiben können. Ich meine, basierend auf Ghost. Man kann auch Ghost sagen, wir übergeben immer XY. Das war eine Möglichkeit. Nein, aber dann müssen wir immer fix die Werte übergeben. Das ist ja auch blöd. Die wollen wir ja auf der Table setzen. Was ich gemeint habe, ist, man kann if Ghost, dann Local X ist Ghost X, Local Y ist Ghost Y. Was nochmal? If eben, ich meine eben, wahrscheinlich ist es wurscht, aber man kennt das. Ach so. Ja. Aber so. Dann muss man nicht die ganzen anderen Werte auch nochmal doppelt schreiben, ne? Ja, du hast recht. Aber es spart uns wahrscheinlich nicht besonders viel. Ja, danke. Ich weiß auch warum. Aber ich bin da nicht besser. Aber vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Ja, du hast recht. So. Aber wir müssen nur was machen, wenn Ghost true ist. Farbpaletten umschreiben. Ja. Dann kannst du oben gleich. Das kannst du ja da gleich machen. Ja. Das passiert alles in an und danach setzen wir es wieder zurück. Jetzt müssen wir nur aufpassen, weil Nicht zurücksetzen, dann muss sowieso. Noch ein Sprite schreiben. Ja. Das haben wir schon. Ja, nur das Cape verwendet hellgrau. Nein, das Cape verwendet lila. Entschuldigung, never mind. Wir müssen einmal weiß umschreiben auf dunkelgrau. Wenn man Ghost nicht. Nein, in dem Fall ist es so, wenn man Ghost nicht verwendet. Entschuldigung, wir müssen nur kurz beantworten. Wenn man Ghost nicht verwendet, dann, also wenn man es einfach nicht übergibt an die Funktion, dann ist Ghost nil. Und if Ghost. Wenn man Ghost übergibt, wird es nicht verwendet. Genau. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Wenn man Ghost übergibt, wird es nicht verwendet. Nein, es wird schon verwendet. Es wird einfach nur abgefragt. Es ist quasi nur, es soll ja Bullsche-Variable sein. Quasi. Genau. A quasi Boolean. Man kennt ja da 1 und 0 übergeben. Ist 0 eigentlich in Lua false? Laut dem Buch ist nur nil und false. Alles andere das ist gut. Ghost in unserem Fall, wir sehen das als Bullsche Variable. Ghost ist wirklich nur ein Schalter. Und eigentlich übergeben wir nur True. Wir werden wahrscheinlich nie explizit False übergeben, weil in dem Fall können wir einfach sagen, wir übergeben nichts und damit ist Ghost nil und damit ist if Ghost False. Und wir kommen in den anderen Zweig rein. Ja. So, wir müssen weiß umschreiben. Wir müssen das lila umschreiben. Mhm. Wir müssen das Gelb umschreiben. Mhm. Wobei beim Cape sollten wir aufpassen, wir sollten das Cape, das weiß ich nicht, das bewegt sich nicht mehr. Dann, ja. Wenn er ein Geist ist. Eh. Aber dann wollen wir nicht alle Farben, das, also Gelb und Orange vom Cape, sollten wir dann auf Transparent umschreiben, eine von denen. Schauen wir sie gleich an. Ja. Ich schreibe mir alle auf Grau um. Na, aber das habe ich umgeschrieben, na, dann lasse ich. Es ist egal, welches du nimmst, ich lasse Orange über.
Ja, dann musst du aber die 13. Die 13 und die 10, das sind lila und gelb, muss ich auf transparent schalten. Genau. Dann müssen wir noch das Orange, habe ich gesagt, das ist 9. Genau, 9 wird zu 6. Und grün, die Augen hätte ich. Die würde ich. Hellgrau. Nein, das sind. Nein, die dunkelgrau. Das ist alles dunkelgrau. Ja. Dunkelgrau ist 6. Nein, hellgrau ist 6. Dunkelgrau ist 5. Okay. Aber das ist ja okay. Nein. Willst du es dunkelgrau machen? In Ghost, ja. Dann hätte ich fast hellgrau gemacht. Aber schauen wir mal, gehen wir ja noch immer. Ja, nicht mehr zu lang. Weil naja. Ah ja, wow, heute ist die Zeit verflogen. Heute ist die Zeit wirklich verflogen. Den Bord müssen wir auch noch. Rot haben wir noch. Ah ja, rot haben wir auch noch. Das Braun. Das Braun ist 4. Haben wir noch was? Nein. Grün haben wir das schon. Achso, die Augen. Ja, stimmt. 11. Gut. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Wo schreiben wir denn hin? Achso, auf 0,0. Wir können ja mal schauen, wie er ausschaut. Ja. Und uns den Rest dann nächste Woche mal anschauen. Okay, das ist ja nicht so. Verwirrt. Achso, das ja, ist jetzt das ein Problem. War der Staatsgrin, ja. Nein, ist nicht. Naja, das ist Draw ASCII. Wir sind in der allgemeinen Draw ASCII-Funktion. Schon, aber Ghost ist nicht übergeben auf dem Startscreen. Das wird doch alles normal sein. Es ist ja alles normal. Nein, X und Y hat nicht gestimmt. Aber warum nicht? Das ist eine gute Frage. Wo ist denn Draw ASCII? Wo wird denn das? Vielleicht ist Neil doch nicht false. Vielleicht im Picoet nicht. Vielleicht müssen wir es doch explizit false übergeben, das finde ich aber blöd. ASCII, nein, das müssen wir nicht. ASCII, was? Was wüssten? Punkt X? Punkt Ghost. Punkt X. Nein, Punkt Ghost an der X. Nein, ich will was Ghost ausgeben. Damit ich sehe, ob es true oder false ist. Also? Voll, voll. Voll. Nil. Ja, so vielleicht ist Nil. Gut. Ah, vielleicht. Ja, probieren wir mal. Ghost or false? Schon? Probieren wir. Naja, klar. Aber was ist? Naja, in dem Fall müsste jetzt Ghost false sein. Genau, ja. Jetzt ist false. Aber okay, er schreibt es trotzdem falsch rein. Kann man überhaupt in, kann man in Lua überhaupt ifs auf Boolean Values so schreiben? Ja. Schon, oder? Sicher. Muss gehen. Ja. Dann verstehe ich es nicht. Schauen wir mal, kehren wir es einmal um und schauen wir mal, was er dann tut. Ja, vor allem die Paletten muss er ja umschreiben. Er schreibt die Paletten? Nein, das heißt aber, er kommt nicht in den Zweig rein. Na, aber jetzt hat er es umgeschrieben, if not ghost. Ja, aber jetzt, die Position stimmt nicht. Die Position stimmt nicht. Warum stimmt die Position nicht? Kannst du mal X, kannst du mal an der X ausgeben, bitte? Ja. Das ist nil. Hoppala. Da muss ich an der X ist nil. Weil wir local. Ghost X, Ghost Y, schauen wir mal, wie ich das so genannt habe überhaupt. Ja, aber Ghost X, Y ist ja wurscht, der kommt ja gar nicht rein. Ne, warum nicht? Das verstehe ich auch. Er will ja nur nicht reinkommen, er soll ja gar nicht reinkommen. Ja, ASCII X stimmt eigentlich. ASCII.X stimmt eigentlich. Oder? Ja. Müsste stimmen. Mhm. Aber irgendwie weiß das nicht zu. Vielleicht muss man die vorher definieren. Mhm. Stimmt, wir machen das einmal so. Da hast du jetzt ein bisschen zu viel drinnen. Na, ja. Na okay. Ja. Ach so, da habe ich einen Blödsinn jetzt. So.
Genau, ASCII Y und unten das Else nehmen wir mal raus. Das brauchen wir ja dann nicht. Genau. Und da, genau, da muss das Local wegnehmen dann. Ja, das wird nämlich sein, ja. Und da muss Local schreiben. Da muss ich Local schreiben, sonst steht nicht Local dort, ne? Genau. Jetzt passt. Mhm. Ui, ich bin am Mikro angestoßen, Entschuldigung. Gut. Also das machen wir jetzt noch schnell fertig. Habt ihr noch Zeit im Chat? Habt ihr alle noch Zeit? Ein bisschen brauchen wir noch ein paar Minuten. Das schreiben wir uns kurz einmal. Na, das war zu viel, Entschuldigung. Da schreiben wir es einmal rot aus, damit man es besser von den Wolken unterscheiden kann. Und da müssen wir dann sagen, wir müssen nur die Ghost-Koordinaten auf die. Ja, auf die. ASCII-Koordinaten. Genau, die haben wir ja schon. Die haben wir ja schon bei Local X. Also es ist eigentlich X. Nein, so habe ich es gar nicht gemeint. Nein. Ja. So. Ist. Initial einmal. Ja. Geht das so überhaupt? Nein. Weil das würde man ja beim jedem Aufruf machen. Naja, aber wir schreiben es ja dann da immer. Ach so. Nein, das müssen wir in. Wo wir das machen müssen, wo wir in Mode wechseln auf Game Over. Das schaffen wir. Da müssen wir das machen. Wenn wir alle Leben verwirkt haben, von Da setzen wir den Ghost einmal. Genau. Und das müsste man eigentlich. Ja, weil theoretisch könnte man den dann auch im Init schon den Ghost, die Ghost-Position festschreiben, weil die Position vom ASCII am Game Overscreen ist ja auch fix fest, ist ja auch festgeschrieben. Das müssen wir nicht mitten im Code machen, das macht keinen Sinn. Das machen wir so, ja. Weil sonst findet man das nie wieder. Gut, es ist wurscht, wir könnten es auch im Code machen, es ist egal. Genau. Ich sehe aber nicht wahrscheinlich drunter. Naja, es liegt ja dahinter, ja. Sicher? Warte mal, was zeichnen wir? Wir zeichnen nee, Ghost zuerst. Doch. Nein, wir zeichnen. Ob wir den überhaupt schon zeichnen? Gehst du nochmal runter? Das ist ja ein völliger Blödsinn. Ja. Weil wir zeichnen jetzt gerade entweder den. Das brauchen wir nicht ausgesagt, das machen wir initial. Ja. Das. Stopp! Stopp! Ja, ja. Auf. Ah, da sind wir. Da ist Draw ASCII, wir zeichnen jetzt. Wir müssen zwei ASCII zeichnen. Wir müssen ja zwei ASCII zeichnen. Das heißt, das brauchen wir eigentlich in dem Fall doppelt. Da XY und ja, dann brauchen wir das wieder nicht. Dann brauchen wir das wieder nicht. Das hätten wir sich sparen können. Ja, ich habe das nicht das gedacht gehabt. Wurscht. An der X, das kannst du rausnehmen. Und die Locals oben kannst du rausnehmen. Gut. Jetzt liegt er trotzdem dahinter, weil wir ihn jetzt definitiv vorhaben. Ja, da hast du recht. Da brauche ich gar nicht anfangen. Das Print, kannst du das Print einmal rausnehmen? Da unten. Ja, das Print kann man wegschmeißen und das If. Gehen wir einfach da oben, das machen wir, aha. Was machst du denn? Nein, ich würde es verschieben, weil lasst mich nicht. Den Block müssen wir noch ein ASCII, noch einen normalen ASCII zeichnen. Ja. So, jetzt sollten wir es aber haben.
Sie heilig. Spül. Steifel. Sakra, Kreuzbirnbaum Hollerstein. So. Wo ist das denn? Ich weiß nicht. Irgendwas macht man immer noch falsch. Something's wrong. If ghost then. Ich verstehe es nicht. Wir geben noch nicht. Wir übergeben Ghost noch nicht. Naja, klar. Wir übergeben Ghost noch nicht. Draw ASCII in der Draw Gover Funktion. Mhm. Die ist ja da eh gleich irgendwo. Update Gover, Draw Gover. Draw ASCII ganz unten. 2 True. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. War eine coole Werbung einmal mit für Geschirrspülmittel. Ja. Weiß aber nicht mehr, wie es Kassen hat. Somat? Ja, irgend sowas. Da haben wir ihn. Da ist es ja. Die Position ist falsch jetzt natürlich, ja, weil die haben wir es jetzt nicht gemerkt. Wir wollten die Initial setzen einfach auf das, was der ASCII auf der Dings kriegt, und der kriegt auf dem Game Over Screen kriegt er 60 und 100. Und dort können wir den Ghost aussetzen. Da war er einmal. Vorsicht, du bist gekupft. 60 und 100. Und wir können ihn wieder auf Grau setzen. Mhm. Von 8. Das ist ein Draw ASCII. Nur weiter oben. Ach so, weiter oben war das? Nein, da. Da, 8. Da, wo die ganzen 8er stehen, das können wir wieder auf 5 setzen. Wobei ich Dunkelgrau immer noch zu dunkel finde. Dann nehmen wir halt Hellgrau, bitte. Und jetzt müssen wir nur aufsteigen lassen. Kalgonit war es, danke. Jawohl, Profis in unserem Chat. Und jetzt brauchen wir nur einen Timer für den Geist, der aufsteigt. Genau. Da brauchen wir, ich merke mal 396, beim ASCII. Der hat einen Cooldown-Timer, jetzt kriegt er einen Ghost-Timer. Ghost-Timer. Wir brauchen keinen Timer. Nein, wir brauchen keinen Timer, was redest du? Wir reden nur Blödsinn schon wieder. Er muss einfach nur aufgeflogen. Genau. Und zwar irgendwie so in einer Range, so ein bisschen Schlangenlinienmäßig. So wie unsere Blaserl. Wie unsere Blaserl, genau. Outro-Bildschirm. Auf dem Intro-Bildschirm. Nein. Du kennst immer mit unserem Intro. Auf dem Coming Soon. Ja, genau. Bildschirm. Das ist richtig. Ja, aber Outro ist auch falsch. Nein, im Outro haben wir es ja auch. Im Outro haben wir es auch, das stimmt. Beim Outro schaue ich dann schon nicht mehr zu. Okay, machen wir das jetzt, oder? Jetzt mach das schnell. Wir haben schon so weit überzogen. Wir sind besser als Wetten, dass da müssen wir noch. Ghost Y minus ist 1. Sagen wir mal. If ASCII Ghost Y kleiner minus 7 gleich minus 7 minus 17. Achso, wir können ja mit löschen. Das if gehört in draw ASCII Gover ASCII Ghost größer. Größer gleich minus 7. Ja. Machen wir shortly. Und. Müsste das eigentlich gewesen sein? Ja. Ja, ich hätte nur so ein bisschen. Nein, aber mein. X-Achsen. Ja, das sowieso, aber das machen wir gleich. Das ist auch noch ein Schön. Ein bisschen langsamer. Können wir es ruhig machen? Und kann man die mit Punkt schreiben? Ja, mache ich gleich. Ja. Wo steht der jetzt? Auf 60 steht er jetzt, gell? Das ist wurscht. Wieso? Man muss ja Range angeben.
Ich will ja nicht, dass er den ganzen Screen hin und her tut. Ich will ja mehr nur in einer Range fahren. Ja, genau. Minus. Ach so, ja. Machst du Minus. So, wolltest du das machen. Wenn wir jetzt, eigentlich können wir immer nur mit ganz wenig Pixel arbeiten. So, schauen wir mal. Na, da geht's fett um. Ja. Du musst das nämlich irgendwann wieder zurücksetzen. Du musst der muss wieder negativ werden. Ah, das meine ich. Deswegen, du musst das von die 60 weg. Du musst entweder negativen Wert. Rundungs-, also negative Random-Zahl oder positive Random-Zahl nehmen, damit er immer hin und her geht. Man kann es auch regelmäßig machen, weißt du? Kannst da, ist wahrscheinlich gescheiter, ist wahrscheinlich einfacher, wenn man es gleichmäßig jetzt immer von. Minimum ein Pixel. Ja, dann auch um 2 Pixel. Man muss halt abwechseln. Das muss man halt jetzt ausschreiben. Naja, Moment. Ja, muss man ausschreiben. If. Genau. ASCII Ghost X. Größer. Was haben wir gesagt? 62. Warte, wir haben jetzt 60, oder? 60 haben wir jetzt, ja. Solange es größer 58 ist, gehen wir nach links. Ach so, fangst du an, ja, ist okay. Gehen wir nach links. Denn. ASCII Ghost X minus ist 0,5 der oder 0, ja, 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 0,5, damit das hier ausgeht. Ja. Else if größer 62, oder? Mhm. Kleiner 62. Geht das? Hallo Tobinator. Du erwischt uns noch, weil wir heute hoffnungslos überziehen. Ja. End. Kann das gehen? Ja, sicher kann das gehen. Warum nicht? Es kann gehen. Es könnte gehen. Es könnte funktionieren. Mhm. Oh, schaut er. Oh, auf der Wiese, nicht die Wiese betreten. Irgendwie. Ich bin heute nicht mehr aufnahmefähig, leider. Lass uns mal so. Der Patrick hat sicher jetzt gleich die gerettende Idee. Hallo Patrick. Wir brauchen Ideen. Na, es muss sich doch irgendwie machen lassen. Größer 58. Naja, momentan ist es. So. Ach so, aber wenn es größer, es ist gleichzeitig größer 58 und. Und kleiner 62. Das geht natürlich nicht. Aber 58. Naja, nein. Wenn es größer 58 ist, nach links, das passt schon. Fuck. Darf ich nicht sagen? Entschuldigung. Sind wir nicht mehr jugendfrei? Ja, das ist das erste Mal, dass man ein Schimpfwort auskommt. Ist richtig, das sicher? Ein richtig schlimmes. Achso, richtig schlimmes. Wobei, das ist ja auch nicht mehr schlimm heutzutage, oder? Das sagt doch hier jeder. Schon Minderjährige zu. Glaubst? Hallo? Achso, das wissen wir. Richtig, Tobias Lendl. ja, Patrick, ich glaube, das machen wir. Der Patrick sagt, wir sollen schlafen gehen. Ich bin eh müde. Ja. Ganz kurz, eine Sekunde. 30 Sekunden denke ich nochmal drüber. 30 Sekunden denkst du nochmal nach. Mir bleibt derweil nur zu sagen, wir werden auch heute den Stand wieder im Artikel hochladen. Ich weiß schon. Ihr könnt euch den jederzeit holen. Stellt Fragen im Forum, stellt Fragen auf YouTube. Wir versuchen die jederzeit zu beantworten. Was denn? Du machst mir gerade einen vollen das Druck. Funktioniert auch nicht. Wie soll denn das gehen? Es ist trotzdem noch immer größer 58. Pass auf.
du kannst nur machen, wenn es kleiner 8, du kannst immer Plus nehmen und wenn es größer 62 ist, warte mal, wenn es größer 62 ist, dann nimmst du wieder 0,5 weg und wenn es kleiner 58 ist, gibt es 0,5 dazu. Mach das einmal. Mach das einmal, wenn es funktioniert. Ich schwöre das. Und da gibt es aber Plus. Plus ist gleich 0,5. Mach das einmal. Ich gehe nach links, bis es 8. Du gehst am, ist. Einfach einmal, du gehst am Anfang mal nach links und dann, genau, und dann, wenn es größer 62 ist. Mhm. Danke, Chris. Das probieren wir dann nächste Woche. Größer 62? Größer. Ja, nein, muss größer sein. Ne? So, jetzt du. Brauche ich jetzt das noch? Ja, das brauchst du am Anfang. Sonst wird es nie kleiner gleich 58. Ah, ja, oder größer 62, wenn wir bei 60 anfangen. Und das jetzt geht. Dann gibt es Jubel. Jubel. Und wenn nicht, gibt es auch Jubel. Mhm. Macht nichts. Liebe Leute, groß und klein, wir lassen es für heute sein. Ja, ich schreibe da noch Kommentare rein. Du schreibst da noch Kommentare rein fürs nächste Mal. Ja, das haben wir ja jetzt geändert. Kurzgeschichten ist schon wieder weit, ist schon wieder voll hinterher. Du, das haben wir schon ganz vorbei. Patrick, die Idee her, dass da Wodka im Spiel ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt. Wir sitzen bitte im Büro, da gibt es keinen Alkohol. Eben. Eben. Na, Koks und Hochquellenwasser. Hochquellenwasser. Mm, so, das ist ja gut, genau. Ich weiß, was in dem Wasser drin ist. Ja. Gut, dann bleibt uns nur sagen, schaltet nächste Woche wieder ein. Schön, dass ihr bei uns wart. Ich muss nur eine Frage stellen. Ja. Oder einen Aufruf starten. Okay, Aufruf starten. Ich will zu dem Artikel dieser Folge auf der Standard.at einen Kommentar schreiben, in dem wir dann abstimmen, welchen Editor wir in Zukunft verwenden wollen. Den wir heute verwendet haben oder den Pico-Editor. Ich zähle auch auf euch. Schaltet mal die Daumen, dass der Pico-Ed. Also, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Stop the Madness. Schlaft's gut. Träumt süß. Von sauren Gurken.